français? Moment mal, das ist auch ein Franzose. Er hat gefragt, ob du Franzose bist. Das sind echte Franzosen, no. Jetzt. Ja, super. Das ist doch oha. Geil, oder? Oha. Das muss man erstmal hinkriegen. Perfekt. Perfekt. Ah, irgendwas muss ja mal klappen hier heute. So, jetzt verkaufen wir mal die ganzen glühenden Kisten. Ist ja, als wenn du dir mal was anziehst, so. Hä, was? So knochig, wie du rumrennst. Lass mich doch. Ich darf auch mal ein bisschen Knochen zeigen hier. Lol, hier ist noch einer. Hier ist noch. Hier, hier. Clement Killer ist hier. Der ist auch ein Knochengerippe. Und der tanzt hier gerade. Fängt direkt an zu tanzen. Bei mir ist es kein Gerippe. Bei mir ist es eine normale Frau. Er klaut gleich vielleicht unsere Sachen, er schießt dir, anstatt mit dem zu reden. Nein, 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 nicht erschießen. Geht nicht, wir haben Sachen in der Hand. Lass den in Ruhe, wir müssen nur aufpassen, dass er das Zeug nicht mitnimmt. Da. Er hat mir eine Banane hingehalten, ich hasse ihn. Ja, weil er denkt, du bist ein Franzose und er will dir was zu essen geben, damit du nicht verhungerst. Die hat eine Glasflasche an ihrem Holzbein. Ich sollte vielleicht jetzt an der Stelle spätestens mal sagen, dass wir Franzosen lieben. Mhm. Weil sonst könnte man das alles missverstehen, was wir hier sagen. Meinst du? Bist du dir da sicher? Ich weiß nicht. Es soll auch Leute geben, die das missverstehen, wenn ich Ossi-Witze mache. Cool. Ja, cool. Und die dann immer denken, hey, ich hätte... Was? Warte, was Moment. Ja, warte, ich arbeite dran. Yes, I hear you. I hear you. Moment mal, das ist das auch ein Franzose. Er hat das gefragt, ob du Franzose bist. Das sind echte Franzosen, no. Jetzt. Lol, scheiße, warum müssen das denn wirklich Franzosen sein auch noch? Ich könnte ausrasten, verdammte Scheiße. Ça va bien, merci. Jetzt werden wir die nicht mehr los, ey, super. Wo ist diese Seelenordenfrau hin nach da oben? Hi, Jude. Ich habe jetzt auch noch Franzosen hier, meine Fresse, ich raste aus. Ich könnte mir keine Bühne. I can hear you, man. Yeah, I'm trying to find people to do skeleton missions with. She's one, you know, man. Was? Do you want banana? Er hat Monster gerade gefragt, ob er eine Banane will. Oh mein Scheiße, ey. Ich scheiß mich gerade weg. Was passiert hier bitte, ey? Ich nehme noch mal ein paar Missionen mit, ne? Ja, bitte. Bitte Bretter, wir müssen Bretter suchen. Ja, Bretter, genau. Sonst kommen wir in schlechtes Wetter. Dann werden wir immer fetter. Und die Franzosen sind netter. Ja, das müsste jemand klippen. Macht mal einer. Zu spät schon. Ich glaube, die 30 Sekunden sind schon wieder vorbei. Mission getroffen. Aber ich glaube, der Franzose räumt gerade sein Zimmer um. Das ist sogar eine Dingsmission, das ist cool. Der räumt sein Zimmer. Ja, das hat voll geraschelt da irgendwie. Das war, glaube ich, nicht das Spiel. Ich habe Bretter gefunden. Aber ich habe noch Bretter im Inventar. Ihr müsst die hier aus der Kneipe rausholen. Ach so. Wir haben Schüssen auch noch zwei vorne. Ich glaube, er hat gesagt, unser Schiff ist schön. Was hast du denn da? Du bist ja, Mick. Ach, Lonestar, warum? Lass uns schnell hier wegfahren. Mann, wir brauchen doch noch die Bretter. Warum hast du nicht warten können, bis wir die scheiß Bretter haben, Mann? Ich hab mich jetzt so lange zusammengerissen, ne? Ich hab schon innerlich einen Tumor bekommen. Das muss jetzt reichen. Ah, weg hier, wir haben noch 14 Stück. Fahr, fahr, fahr. Haben wir denn hier... Wir fahren falsch rum. Ah! Lass das eskaliert völlig. Lass das! Nein! Nein, nicht am Außenposten! Ich zerstöre jetzt den ganzen Außenposten. Das ist der einzige, den wir hier haben. Wie sagt man Entschuldigung auf Französisch? Moment. Wag es nicht. Sekunde, ich hab's gleich. Merci beaucoup! Nein, Moment, das ist falsch, das war was anderes. Egal. Ja, die Tarnung läuft.
So. Die werden das nie merken. Hier, ich hab mal eine neue Quest hingelegt. Auf geht's. Aha. Wir müssen eigentlich nach Norden zurück. Ach, jetzt kann ich die Sprechtöte. Die Sprechtöte kann ich wegtröten jetzt. Ja, immer noch zu. Ach du Scheiße, guck mal, was wir bekommen haben. Ein rücksichtsloses Kampfmanöver in Devil's Roar. Spider-Fan liegt vorm Rechner. Verständlich. Nach links! Ich würde jetzt auch gerne vorm Rechner liegen, ehrlich gesagt. Was, links? Die Franzosen liegen jetzt auch unterm Tisch. Tja. Das haben sie jetzt davon, dass sie einem Franzosen vertraut haben. Ah. Oh Gott, wie ich jetzt schon wieder weiß, dass da einer schreibt mit, am Hafen darf man keinen mehr schießen. Ich darf das. Wenn eine alte Frau kommt, die mir Süßigkeiten anbietet, aber ein Holzbein und ein Glas hat, dann erschieße ich solche Leute. Das war ja auch ein Skelett. Du hast alles richtig gemacht. Also, man hat es bei mir gesehen, das war ein Skelett. Genau. Bei mir zwar nicht, aber es sah schon so ähnlich aus. Wie auch niemand merkt, dass hier das hintere Segel oben ist. Was? Du meinst, wir fahren noch mit halber Kraft? Ja. Ich glaube, die Franzosen sind jetzt auch wieder in See gestochen. Ah, herrlich, ey. Meine Güte. Folgen die uns? Krieg! Nein, die folgen uns nicht. Die fahren in eine ganz andere Richtung. Das ist doch fast die gleiche Richtung. Nein, ist es nicht. Los, wir müssen hinterher. Nein, es ist woanders. Die werden eh gleich vom Vulkan weggefetzt. Aber sie doch an, die provozieren sie rübergucken. Die wollen doch einfach nur uns ärgern. Aber wir haben nicht genug Bretter für sowas. Guck mal unser Schiff an. Hätten die plündern müssen. Tja, zu spät. Wo fahren wir hin eigentlich? Alter, wie viele Missionen haben wir denn? Das ist ja alles. Wir haben eine Killer-Mission gestartet. Ja. Okay, Killer-Mission. Moment, die müssen wir abschließen. Das ist gut. Und wir fahren gerade schon zur ersten Insel, ja? Du hast das schon voll im Visier hier alles. Bei Ritzi könnt ihr übrigens sehen, wie sie es im Visier hat, weil sie streamt nämlich auch gerade. Da könnt ihr mal diese ganzen Multitasking-Aktionen sehen, die Ritzi hier macht, während wir nur Blödsinn machen. Ich habe alles im Visier. Während ich hier die deutsch-französischen Beziehungen aufbessere und Lone Star Krieg führen möchte hier. Jedes gute System braucht zwei Gegenpole. Das geht nicht anders. Guter Bulle, böser Bulle. Oh Mann, warum habe ich gerade an den... Ich musste gerade irgendwie an den GZSZ-Song denken. Gute Bullen, böse Bullen. Oh, guck mal, das sind Hässlichkeiten sind da am Strand. Platsch. Guck mal, das sind hässliche. Oh. Ah, die hässlichen kommen zu euch. Ja, super. Ganz hässlichen. Krumms. Ich hab keine Bananen mitgenommen, verdammt. Ha, der Aua. Klassiker. Aua, ich hänge. Nein, ich bin tot. Was? Bah. Ich kann das Spiel ja nicht von den Skeletten unterscheiden. Willst du damit sagen, ich muss aufpassen, dass du mich nicht tötest? Also ich hacke auf dich rein, aber es passiert nichts. Hier ist noch einer übrig. Das bin nicht ich. Oh, Bretter sind hier drin. Ah. Ich hab sie. Da kommen noch mehr, Ah, das Geister. Sind ja Geister. Ja, stimmt, wir müssen ja hier Geister. Einen Captain töten. Heißer Jäger. Gott sei Dank ist es Tag. Ah. Bist du sterben? Kleines Schweinchen hier. Da ist der Captain! Der Captain ist da! Die macht das schon, ne? Ich guck mal zu, wie das Skelett mit den Skeletten kämpft. Ey, ich bin fast tot. Ich hab nur noch die Hälfte Leben. Das sind zwei Captain. Aua, aua, ah! Ich bin fast tot. Ich hab keine Bananen. Ich kann nichts machen. Ah! Lauf doch! Holy shit! Keine Munition mehr. Nein, lass das. Nicht Banane essen. Bitte Blitz, vielen Dank. Aha, es sind Nahkampfleute. Ich kann sie gerade ganz gut beschäftigen. Ich hab sie unter Kontrolle gerade, aber sie verfolgen mich. Ah. Captain Lorenzo di Assassina. Lorenzo di Bonaventura, die so, Assassina. Ich mach das einzig richtige.
Dinge, lass den Bären im Stich und ich rette den Schädel. Nein, aber hier ist noch einer. Hier, warte, ich bringe sie dir. Ich leg den Schädel mal hier beim Schiff an den Strand. Zieh schon mal den Anker hoch. Aha. Ich nehme den Schädel und gehe damit an Bord. Au. Au. Einer ist jetzt da, ne? Den Schädel geklaut? Ja, hat er. Was denn? Ich hab kein Leben mehr. Wenn ich jetzt damit gekämpft hätte, wäre ich tot gewesen. Dann sind zwei Leute tot. Dann ist Ritzi alleine hier auf dem Schiff. Ich hab schon alles bereit gemacht für gleich. So, jetzt ist noch der Captain da. Hier jetzt erstmal Bananen. Oh, oh. Tschüss, Ritzi. Tschüss. Wo ist der Schädel? Der Schädel fliegt da. Achso, du hast ihn. Ich dachte schon, der fliegt jetzt hier rum. Ah, hallo. Ja, dich aufgefangen. Ich hab nur noch ein Fitzelleben. Oh Gott, ey. Auf geht's, alle an Bord. Alle an Bord, zur nächsten Mission, zur nächsten Mission. Wir müssen nach Süden. Hä, vor Anker gehen? Der Anker war, ist ja oben, lol. Ja, ich hab gesagt, ich hab schon alles vorbereitet. Ah, okay, verstehe, alles klar. Verstehe. Ich habe alles im Blick. Devil First. Okay, wir müssen nach Südwest. Alter. Und wir drehen. Ich mach schon mal das eine hier runter. Da vorne fehlt auch noch. Oh ah, ja. Nein, nicht was? Jetzt. Na, wir fahren ja noch. Alles gut. Ja, weißt du wohin? Ja, zu dem Vulkan? Nee, nicht wirklich, oder? Nein! Nein! Niemals! Scheiße! Stimmt die Richtung so schon? Weiß ich nicht, warte, ich guck nach. Die Richtung stimmt! So bleiben. Alles klar. Perfekt. Segel in den Wind! Jawohl. Sprach der Bauer zum Rind. Wunderschön. So. Fahrt in den Vulkan. Nein! Sieht das hier aus wie ein fliegendes Schiff oder so? Ich würde schon mal gerne auf so einen Vulkan drauf und reinspringen. Sollen wir dich mal da reinschießen? Ja, das ist eine super Idee. Dann müssen wir das aber machen, wenn wir die Missionen gemacht haben. Zum Schluss machen wir das. Da schießen wir uns alle in den Vulkan rein. Warte, rechts, links, geradeaus. Links. Hinter uns, weiter links. Weiter hinten schon. Ich schaff das. Ich schaff das. Oh, wir sind ja fast da. Lalalala. Da ist auch wieder ein Franzosenschiff, glaube ich. Oh Gott. Er schießt sie, bevor sie euch die Fröschen bewerfen. Mit Schenkeln und Fröschen. Wie oft sind sie schon gestorben? Ich bin zweimal gestorben, glaube ich. Nee, oder dreimal. Ich hätte meinen Death-Counter hochzählen sollen. Du bist irgendwie 20 Mal oder so gestorben, glaube ich. Gefühlt, ja. Ich glaube, wir müssen uns schon wieder gleich bereit machen, den Anker zu benutzen. Jetzt ankern! Schnell! Ich hab's doch. Das war zu spät. Und? Ich hab 5 Bretter mitgebracht. Ja gut, sehr gut. Die können wir gleich gebrauchen. Oh. Irgendwas atmet hier ganz komisch. Wieder war ein Sprengfass. Ich glaube ja, das hat Bumm gemacht. Venosaurus, danke schön. Oh Gott, wir laufen ja voll schnell voll. Voll schnell voll. Sind voll schnell voll. Hä? Radarlöcher, oder? Ja. Kann ich das Holz wieder weg? So, Oh, da sind ja Vorräte im Wasser! Vorräte! Oh, tatsächlich. Vorrät! Vorrät! Vorräter! Da sind Leute an Land. Ja, Jeez, stimmt. Ja. Split-Cartoon. Sind das Franzosen? Ich weiß es nicht. Die machen Musik, die sind friedlich. Oh, das ist wieder ein Skelett, lol. Ich habe übrigens Bretter. Ich will jetzt mal gucken. Die hat jetzt auch. Welche Mission ist das jetzt eigentlich? Zwei. Wir haben. Wow, Flintlock, Peninsula oder. Nee, wir sind. Devil's First, genau.
Devil's First, ja. Bin ins Fass geschwommen, wie das Schiff gebohrt worden ist. Engelkäfig gen Norden ist ein Schatz. Ich glaube, ich höre hier Skelette bei mir. Mein Name steht. So ein Sprengfass im Wasser. Ah nein, ich bin doch schon oben gewesen. Scheiße. Oh, warte, ja genau, schieß mich hoch, schieß mich hoch. Komm, schieß mich hoch. Hier ja. Ist eine Kiste mit Bananen. Nein. Pack ich mal hier rüber. Wo ist denn jetzt der Typ hin? Der ist gestorben. Der ist hochgeschossen worden und ist gestorben. Oh Gott. Wo ist denn deren Schiff? Auf der anderen Seite. Hier ist ein Ruderboot. Oh. Ein aufgesetztes. Sehr schön. Klaut es ihn. Sind noch mehr, Ich glaube, der Captain. Die Captains, die sind, glaube ich, oben. Auf dem Ding. Auf dem Teil hier links. Ja, tatsächlich, hinten hat's schon wieder auf. Ja. Schießen die auf uns? Also ich habe nicht geschossen. Ich habe auch nicht geschossen. Irgendwer schießt doch da. Sonst da? Ich schieße nicht. Okay. Machen die gerade unsere Mission? Ja, sind ja freundliche mit Musik. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht auch nicht. Player, danke. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es doch alles nicht. Hier sind ein paar Goldskelette gewesen. Ah ja. Ich habe hier übrigens ein Fass. Ich hätte dich jetzt fast abgeschossen. Du bist bei mir immer noch ein Skelett, verdammt. Also, aber weißt du, ich habe ausgesehen wie so ein Skelett-Dings. Ja, wie so ein Skelett-Dings mit Fass. Ja. Das war meine Tarnung. Ist gut, ne? Das sind Geister. Warte, Leute. Ich mach's Licht an. Moment. Warum leuchtet denn meine Dings nicht? Die ist aus. Linksklick. Was? Ach so. Hier, jetzt, hier. Ah! Ich musste mich heilen. Wo sind sie? Hier sind sie, da sind sie. Ich leuchte. Ah, ich werd geschlagen. Ah, oh Gott, ah, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Ich auch. Mann. Split Cartoon ist übrigens auch tot. Sehr schön. Drei Tode. Der Vulkan bricht aus. Nein. Doch. Nein. Das Schiff ist getroffen. Nein. Mehrfach. Wir sind auch jetzt gleich auf dem Schiff. Das Schiff sinkt. Ja, nee, wir sind da, alles gut. Nichts sinkt hier. Ich bin fast tot. Der Vulkan schon wieder, ne? Ich muss so dringend aufs Klo, von diesem ganzen Gestrudder. Die ganze Zeit. Ich repariere mal mit jetzt schnell. Ich einheile, das bin ich weg. Wir müssen wieder gegenschöpfen eigentlich. Wir haben nicht so viel Holz, Leute. Ja, alles klar. Einfach nur gegenschöpfen erstmal. Solange bis der Vulkan wieder Ruhe gibt. Ja. Oder wir hauen ab. Nein, wir brauchen doch noch die Mission hier. Wir können ja wiederkommen in der Vulkan ruhig. Das dauert zu lange, glaube ich. Das könnte sein, dass dann die anderen unsere Mission machen. Das wäre irgendwie doof. Oh Mann, ey. Unsere Segel sind alle oben, ne? Ja, die habe ich hochgemacht. Ich wollte auch gerade den Anker hochziehen, aber da wurde ich jedes Mal bombardiert. Ja, das ist ja so wie ich letztes Mal. Ich bin auch jedes Mal gestorben. Ohne dabei. Witz. Ich glaube, der Vulkan weiß genau, wenn einer am Anker steht und schießt dann da absichtlich immer so ein Ding hin. Ohne okay, Scheiß. Der Anker ist hoch. Ich glaube, das ist volle Absicht hier. Volle Absicht. Jetzt der mit hoch. Ich bin tot. Ah, shit. Dann kann ich aufs Klo. Oh Gott. Vor allem, wir drehen uns die ganze Zeit, das ist auch nicht gut. Oh Gott, ich hänge hier fest, Ritze, müsst ihr weg? Ich merke schon. Ich glaube, wir sollten ein Stückchen wegfahren. Ja, weg hier. Ah, shit. Warte, ich. Komm nicht hinterher. Ich komme nicht hinterher, wir sinken. Und ich bin gleich tot, ich muss essen. Oh Gott. Oh, Scheiße.
Weißt du was? Ja. Au! Ey, scheiße! Scheiße! Wir haben einen Pool dabei! Ja, einen beheizten. Nur die schöpfen ist gar kein Problem und die sind alle friedlich. Ah. Und Franzosen! Weißt du, und bei Spielberg kriegt keiner was von der Panik mit. Ich komme! Wir sind gerade fast abgesoffen! Ach, ihr macht das schon. Hahaha, ja jetzt, weil wir weggefahren sind. Ich hätte ja eh nicht zu euch gekonnt. So, oh jetzt Gott, hier, ey. Guck mal. Oh Gott, was ist denn hier los, ey? Wir hatten das Wasser schon genau. Auf der Decke stehen. Das war so 10 cm vor. Ich geh mal kurz ans Ruder hier. Ne? Steuer. Oh Gott, bei mir hakt es voll, wie die Dinger da wegfliegen, die Kugeln. Ja, ist das bei euch auch? Nö, bei mir nicht, nö. Gar nicht eigentlich. Ich hab kein Problem. Zwischendurch stoppen die so in der Luft. So durch die Gegend, genau. Echt? Bei mir nicht? Das ist dann für einen kurzen Moment, dann hört es wieder auf und läuft normal weiter. Komisch. Oh Gott. Ah. Ich hab immer noch viele Löcher oder so. Haben wir denn noch genug Bretter dafür? Weiß ich nicht. Alter, das geht so schnell gerade. Das knarzt voll. Ja, was meinst du, wie es uns eben ging, als du weg warst? Alter, das geht so mega schnell. Jetzt haben wir schon Löcher zugemacht. Bretter. Aber jetzt wissen wir auch, warum es einen Bonus gibt für die Missionen hier. Gefahrenzulage. Das kann ja nur so sein. Und deshalb gibt es wahrscheinlich auch keine normalen Handelsmissionen hier. Weil du kriegst auch nur hier eine Belobigung, wenn du 5 Gold und 5 Seelenorden-Missionen gemacht hast. Stimmt, es gibt ja auch keinen Händler, ne? Also es gibt ja keinen... Es gibt nur diese Zwischenhändler da. Aber die kann man ja nicht mal die Sachen dran verkaufen. Ja, die Mineralienkiste, die wir letztens dabei hatten, die wir einfach nicht losgeworden sind. Also doch, am Ende schon, aber nur, weil wir sie verloren haben dann. Aber keine Handelsmission, das macht die Gegend doch sehr sympathisch. Eigentlich schon, ja. Wenn da nicht diese durch die Gegend fliegenden so Feuerkugeln Sachen. Wären. Also es gibt so ein paar Sachen hier, die kann man handelsmäßig verkaufen. Und je besser der Zustand ist, desto besser ist die Bezahlung dann auch. Waren sie schon mal verkaufen? Also wenn du das Verkaufen gerade eben nicht mitgekriegt hast, hast du eigentlich mit eins der Highlights verpasst. Franzosen begegnen sich. Hat aufgehört. Ach, Gott sei Dank. So, Loch, ich glaub, Loch. Ich hab Loch. Das letzte Loch jetzt gestopft. Das letzte Loch, perfekt. Dann pfeifen wir ja nicht mehr da draus. Sehr gut. Und jetzt müssen wir wieder zurück. Brauch eine Banane. Dann ja. Wir brauchen ja die Schädel da noch. Oder was machen wir jetzt? Ja, wir müssen das Zeug noch holen. Dann los. Was ist genau da links die? Moment. Devil's Thirst war das jetzt, ne? Mhm. Ja, das ist die links neben uns. Die hat auch einen Vulkan. Ich habe langsam das Gefühl, der Server-Admin folgt Spielbergs Schiff und drückt immer im passenden Moment auf den Vulkanknopf. Und er drückt auch immer dann auf den das Steuer- oder den Anker-Treffen-Knopf. Wenn Ritzi oder ich, wenn wir da gerade dran stehen und das hochziehen wollen. Damit wir da dann sterben dran. Habt ihr vorhin den Vulkangott verärgert, als ich nicht da war? Eigentlich nein. Nee, wir wollten das fing ja schon so an. Die Leute haben halt alle geschrieben, wir sollen uns da reinschießen. Vielleicht hat ihn das ja angepisst. Ihr solltet ein Opfer bringen, habt das nicht getan. Ja, wahrscheinlich, das ist es genau. Der Vulkangott will ein Menschenopfer. Ja, dann fall ich ja schon mal raus. Ich bin ein Bär. Wenn er mich kriegt, hat er Cholesterin. Oh, scheiße, Steine. Du meinst, wir sollen den Anker benutzen? Oder... Lenken würde schon reichen. Passt doch. Sieht doch gut das aus, meinte ja. Ich eigentlich damit, aber das Spiel ist vom Steuerrad weggelaufen. Naja, ich hatte Angst vorm Steuer. Ich dachte, es bringt mich gleich um. Explodiert gleich auch wie alles hier. Ja, er bricht einfach aus.